Schnabelmann, zwitscher mir ein Lied. Alles voller Federn, ja, wo ist denn da das Lied? Du bist mein Gegner, hier ist dein Hieb. Du willst mich betteln, doch jetzt fliegt der kleine Tief. Was ist das hier? Ein Kampf zwischen Tieren? Elefant und Vogel? Battle zwischen Bienen? Bienen? Tja, das verstehst du jetzt nicht. Ich hab nen Rüssel und du eine Schnabel. Schade, ich saug dich ein und ich schmeck danach Schale. Du hingegen schmeckst danach den Schweiß meiner Haare. Aus deinen Federn mache ich mir einen Mantel. Doch mich mit dir sehen zu lassen ist für mich ne große Schande. Was willst du bringen? Das gleiche deiner Quali? 3 Minuten Freestyle, spiel doch Halligalli. Schreibst du für mich sogar den Text auf? Glaub ich nicht, denn mit Flügeln sieht das schlecht aus. Schnabelmann, du bist kein Gegner, lass uns beim Besten. Wer ist dir schwerer? Wer hat die Bitches? Wer hat den Style? Du sicher nicht, denn du riechst nach Scheiße. Schnabelmann, du bist kein Gegner, lass uns beim Besten. Statt Mike und Kleeblatt, wer hat die Nüsse? Wer hat den Hype? Du sicher nicht, denn du riechst nach Scheiße. Ich hoffe, ich hab dich hiermit schon ziemlich verletzt. Und nach diesem Part wirst du hardcore zerfetzt. Auch wenn ich nichts mehr zu sagen habe, gibt's noch was für dich, für die schlimmen Tage. Dr. Schnabelmann, was für eine Ehre. Eher andersrum, Doktortitel? Kannst du mir das bitte mal erklären? Was für ein Vogel mit einem Doktortitel? So gay. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, denn wie soll man unsere Coolness richtig vergleichen? Bei mir ist das so krass. Bei dir ist das eher so was? So gay. Was soll ich noch Großes dazu sagen? Ich glaube nichts, da hilft eins. Immer weiterschlagen. Sieh dir den Rüssel an. Wie lang? Sieh dir den Schnabel an. Ja. Schnabelmann, du bist kein Gegner. Lass uns beim Besten. Wer ist dir schwerer? Wer hat die Bitches? Wer hat den Style? Du sicher nicht, denn du riechst nach Scheiße. Schnabelmann, du bist kein Gegner. Lass uns beim Besten. Statt Mike und Kleeblatt. Wer hat die Nüsse? Wer hat den Hype? Du sicher nicht, denn du riechst doch Scheiße.